Moin Freunde, wir haben jetzt schon viele Ausbildungsberufe mit Menschen gesehen, aber heute wird es ein bisschen special, denn wir sind in der Stiftung Waldheim. Hier ist das eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung und wir treffen gleich Moritz, der ist staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger. Das ist ein kompliziertes Wort. Ob der Beruf kompliziert ist, gucken wir jetzt. Ja, hi! Schönen guten Tag, Milton. Moin, Moritz mein Name. Ich bin hier heute dein Praktikant. Ja, ich freue mich schon. was machen wir rein? Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind in der WG 34 von der Stiftung Waldheim. Ja. Und hier wohnen unsere 5 Bewohner. Da oben kannst du ein paar sehen. Ah, und bist du immer hier? Ich bin immer hier. Ich bin jetzt hier fest angestellt. Also es geht immer nach WGs. Aber du pennst hier nicht? Also. Ja, komm mal mit. Ja, und hier ist mein Reich. Hier lande ich am Tag gleich immer, wenn ich zur Arbeit komme. Und hier ist mein provisorischer Schlafplatz. Aber du, ja genau, provisorisch wohnst du jetzt nicht auch, ne? Ich habe schon auch eine eigene Wohnung. Aber wenn es drauf ankommt, könnte ich auch hier mal eine Nacht übernachten. Wie erklärst du das jemandem im einen Satz, was das ist, wenn die dich fragen, was arbeitest du, was sagst du dann kurz? Ich würde sagen, jetzt gerade hier bin ich Alltagsheld. Alltagsheld. Man braucht für die Ausbildung einen Praxisplatz und einen Schulplatz. Praktikum und Schule könnte man sagen. Wobei das Praktikum ziemlich breit gefächert ist. Mhm. Also du machst in der Woche immer 2 Tage Schule und den Rest machst du dann halt auch weiter. Ja, cool, Feierabend. Hi, na? Leute, ich muss euch jemanden vorstellen. Das ist mein neuer Praktikant für heute. Schönen guten Tag. Das Moin. Wir wollen mal eben kurz beschnacken, was wir jetzt gleich machen, ja? Wir haben ja heute Gäste und wir wollten noch einen Grillen veranstalten. Du weißt schon, was du zu tun hast? Ja, leider. wir beide gehen noch einkaufen. Ja, genau. Ich habe da noch den Salat hingestellt. Nur noch ein paar Tomaten für pflücken. Mhm. Aber hier ist schon eine runtergefallen. Ich glaube, sei nicht schüchtern, schnappt ihr auch eine große rote da hinten. Ja, okay. Guck mal. Die musst du abdrehen. Genau, siehst du? Die riechen schon so geil. Hier, riech mal. Ja, kommt ja. Ist das die Butter? Die beste Butter der Welt. Einmal das hier. Ja. Ja. Und einmal Nacken. Ja. Ja, wie klein ist oder große? Große. Sieht das gut aus? Ja. Okay, dann nehmen wir das. So, wir sind versorgt. Dann können wir einpacken. Auf jeden Fall. Wir sind wieder da. Ich hau alles rein einfach, ne? Let's go! Wir müssen ja auch viel grillen. Soll ich die anzünden? Ja. Oder willst du? Nee, die kannst du. Nein, das ist okay. Ehrlichen Sachen kann ruhig Milton machen, oder? Ja. Ja, dann wollen wir mal nichts riskieren. Voilà. So. Also was meint ihr? Hat sich Milton so gemacht? Gut. Hat er den Tag gut gemacht? Oh, danke. Wir haben nämlich noch ein Geschenk für dich. Falls du hier mal später anfängst, hast du nämlich dann schon gleich die richtige Klamotte. Was ist das denn? Dankeschön. Aus. Ich darf mein Brot dafür wissen. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Auf der Erde, Feuer von Waldheim. Prost. So, das war's. Ich habe eine neue Jacke. Ich bin satt und hatte einen richtig guten Tag hier bei der WG 34 von der Stiftung Waldheim. Super Leute, super Job. Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger. Das ist Moritz. Wenn ihr darauf auch Bock habt, dann bewerbt euch doch einfach. Es gibt jedes Jahr über 20 Ausbildungsplätze. Hier, viel Spaß. Haut rein. Tschüss.